auf die Plätze, fertig, los. So, es hat zwar keinen Schnee draußen, aber der kommt vielleicht noch. Und wir werden heute mal eine Schneemann-Torte oder Schneemann-Roulade machen. Beginnen wir, fangen wir an. Schaut's mal unseren Tisch an. Hier liegt schon alles bereit, was wir so beim Backen brauchen. Aber ich bin überzeugt, das haben Sie alles schon zu Hause. Aber manchmal muss man die Videos anschauen, damit man die Sachen wieder aus dem Schrank räumt und wieder weiß, was man damit machen kann. Und das machen wir heute. Jetzt, Courgette. Wir haben ein Biskuit gebacken, das sind 3 Eierbiskuit, ihr wisst ja mit unserem Biskuitfein. Noch einmal erwähnt, unsere Lebensmittel sind keine Fertigmischungen. Unsere Lebensmittel sind ausschließlich Rohstoffe. Und beim Biskuitfein brauchen Sie alle Lebensmittel, die Sie sonst brauchen, auch Zucker, Mehl, Eier, Wasser, Biskuitfein. Die Biskuitfein ist ihre Stärke. Okay, und was mir halt gut gefällt, dass Sie alles zusammen aufschlagen können. 8 Minuten und Sie haben eine wunderbare Wiener Masse, also einen Wiener Boden, der ist ganz, ganz feinporig. Und das haben wir jetzt hier gemacht in unserer Backschnitte, die Sie alle besitzen, natürlich gebacken. Und jetzt nehme ich diese Kastenkuchenform. Und jetzt gehen wir her und stechen mit der Kastenkuchenform von unserem Biskuit mal 1/3 ab. Das gibt hinterher unseren Boden. Dann habe ich ja noch 2/3 übrig. Und jetzt machen wir wieder mal ein Experiment, damit Sie mehr auf einmal sehen. Ich habe jetzt hier mein Kuchengitter und viele, viele haben das ja in der Schublade. Ich höre das manchmal. Und die sagen, das habe ich auch, aber noch nie verwendet. Ich sage halt immer, Hauptsache ist, Sie haben es, ob Sie es schon verwendet haben oder nicht. Jetzt, ab sofort können Sie es verwenden. Jetzt, heute ist der Tag der Tage. So, und mit diesem Kuchengitter machen wir uns jetzt wenigstens auf einer Seite oder auf 2 Seiten, damit Sie die Anwendung sehen, wie das funktioniert, machen wir ein Gitter. Bei unseren Kuchengittern ist es ganz, ganz wichtig, nicht in die Spülmaschine, Punkt Nummer 1. Und was auch wichtig ist, Sie haben hier in dieser Lasche Lumara stehen. Und dieses Lumara muss Sie immer anschauen. Dann haben Sie es auch richtig zusammengesteckt, weil Sie brauchen hier diese Rillen, diese Vertiefungen, damit Ihr Teig in der Vertiefung Platz hat. Und jetzt nehme ich meine Biskuitplatte und lege mir die hier mal auf. So, ganz einfach. Und jetzt nehme ich meine kleine Folie, die auch gleich in das Kuppelset passt. Und jetzt mache ich mir nur am Rand ein kleines Gitter. Sie müssen ein paar Dinge beachten. Sie müssen immer überlegen, wenn Sie die Kuppel machen, das ist bei der Backform wieder anders, Sie müssen immer überlegen im Vorfeld, welche Seite will ich hinterher oben haben. Ich möchte bei diesem Biskuit, jetzt weiß ich nicht, wie er rauskommt mit der gebackenen Seite, darum gehe ich auf Nummer sicher und nehme die innere Seite, weil die ist sehr schön. Und diese Seite schaut hinterher auch zur Folie, die in die Form kommt, also habe ich es richtig liegen. Und jetzt gehe ich einfach her und nehme mein Wellholz, mein Lumara Wellholz ohne Griffe. Wenn Sie das mal gewöhnt sind, wollen Sie gar kein anderes mehr. Und jetzt rolle ich hier rein und dann drehe ich das Ganze hier und mache das auf der anderen Seite auch noch. So, einfach hineinrollen das Ganze. Und jetzt gehen wir her und ziehen die Folie ab. Und jetzt nehmen Sie das Gitter in der Mitte, klopfen ein bisschen und schon fallen Ihre Rauten raus. Wenn die Rauten nicht alle rausfallen, bitte schlagen Sie nicht das Gitter zusammen. Sie haben gar nichts falsch gemacht, überhaupt nichts. Dann gehen Sie einfach her, nehmen Ihren kleinen Teig. Schau mal, den haben Sie ja schon, ne? Den brauchen wir doch für die Honiggläser, Marmeladegläser, Joghurtbecher, alles, Quarkschalen, alles. Nimmt man den kleinen Teig, schau mal her. Schauen Sie, und jetzt habe ich das Gitter fertig. Ich hätte es jetzt auch über den ganzen Biskuit machen können, aber das wollen wir heute ja gar nicht. Okay, jetzt gehen wir her, legen die Folie auf. Hier, so, nehmen einen Tortenretter, den legen wir auf und jetzt drehen wir das Ganze auf die andere Seite. Drehplatte darf niemals fehlen, das wisst ihr ja, haben wir schon so oft gesagt. Und jetzt mache ich das Gitter auseinander und dann nehme ich auch dieses Teilchen weg und jetzt haben wir am Rand unser wunderschönes Muster.
Und jetzt gehe ich her, nimm diese Käferform und steche mir mit der Käferform meinen Schneemann aus. Und diese Form, die brauchen Sie nicht jeden Tag. Die brauchen Sie auch nicht jeden Monat vielleicht. Aber wenn Sie die Form brauchen, ist sie ganz, ganz wichtig. Jetzt machen wir Schneemänner. Wenn dann der Fasching kommt, dann machen wir Hampelmänner. Und wenn das vorbei ist, dann machen wir Marienkäfer. Wir haben so viele Möglichkeiten mit dieser kleinen Form. Auch ich finde sie so schön im pikanten Bereich. Sie können doch auch einen pikanten Biskuit backen. Können den genauso mit Frischkäse, Lachs und allem Möglichen füllen. Hinterher mit Mädchenverzierer als Marienkäfer. Man hat wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten mit dieser kleinen Käferform. Übrigens, wenn Sie die Platten geliefert bekommen, die haben alle eine Schutzfolie, schauen Sie, die sollte man natürlich abziehen, wenigstens auf einer Seite. Wenn sie mal beschädigt ist, die Folie, auf der anderen Seite müssen Sie die auch abziehen, weil wenn Wasser drunter kommt, dann gibt es natürlich Flecken. Und die Aluminiumplatten dürfen nicht in die Spülmaschine und nicht säurehaltiges drauf aufbewahrt werden. Wir haben jetzt Sahne aufgeschlagen, reine pure Sahne nehmen wir jetzt mal und jetzt gehe ich her und streiche diese Öffnungen mit Sahne aus. So, dazu nehmen wir jetzt die Wimpelpalette und schön vorsichtig das Ganze hier in diese Öffnungen streichen. Hier haben wir unsere Nusssahnetorte von Elko und wie ich Ihnen schon oft gesagt habe, ich nehme immer nur ein halbes Päckchen, bin ein Schwabe, sparsam, es geht wirklich. Und jetzt nehmen wir hier das halbe Päckchen und wenn Sie sagen, ich möchte noch ein bisschen hier was Leckeres haben, ich habe hier Baileys, da gieße ich mir ein bisschen was drauf. Wenn Sie Kinder haben, müssen Sie das ja nicht machen. Aber es ist ja nur ein kleiner Schluck. Ich rühre mir das jetzt mit diesem Baileys an. Und jetzt gebe ich die Sahne dazu und stelle meine Füllung her. Unter die Füllung haben wir jetzt noch einen Becher Schmand gemischt. Das passt zur Nussfüllung ganz gut. Man könnte auch mit Mascarpone arbeiten. Und jetzt streichen wir mal eine Lage auf. Die erste Lage muss immer aufgestrichen werden, dann ist die Kuppeltorte stabiler, wenn man sie einlegt. Wir haben jetzt aufgestrichen. Hier steht jetzt unsere Kastenkuchenform mit den beiden Seitenteilen und hier habe ich meine Kuppelform. Die geben wir jetzt hier rein und jetzt nehmen wir unsere Folie mit unserem Gebäck und legen das hier ein. Schaut, das passt einfach immer alles perfekt. Und jetzt haben wir schon in unserer kleinen Kuppel ein halbes Rezept gebacken mit Rührteig. Es muss nicht immer alles nur Biskuit sein. Wir haben jetzt diesen kleinen Rührteig gebacken und den legen wir jetzt hier ein. In meinem Schokobrunnen habe ich ein bisschen Schokolade. Und jetzt gehe ich her und gebe über diesen Rührteig noch ein kleines bisschen Schokolade. Bin jetzt vorsichtig, weil ich habe jetzt gemerkt, das ist noch ein bisschen heiß. Sonst hätte ich es einfach drüber gegossen. Das mache ich natürlich jetzt nicht, schlau wie ich bin, gell? Keinen Unfall verursachen jetzt. So, ein bisschen Schokolade drauf. Passt natürlich zur Nussfüllung hervorragend. Und jetzt habe ich in meinem tollen Rührschüssel Twinset ein Deckel dabei, ein Sieb dabei, eine Schüssel dabei, habe ich diese Birnen schon abgetropft und jetzt nehmen wir wieder ein bisschen Creme de la Creme. Es macht so viel Spaß mit Lumara zum Schaffen, das ist einfach ein Traum und diese Creme streichen wir jetzt hier auf. Unsere Birnen legen wir jetzt natürlich auf hier in unserer Form. Das könnten jetzt auch Bananen sein oder Kirschen sein, je nachdem, was Ihnen am besten schmeckt. Und jetzt streichen wir noch eine Lage Creme über das Ganze. Reicht ganz genau. Mit dem Allzweckschaber kann man ja die Schüsseln so schön sauber machen. Ich bin immer begeistert von unseren Werkzeugen. Wenn ich meine Schwiegertochter jetzt nicht erinnert hätte, hätte ich den Deckel vergessen. Schaut, sowas kann auch passieren. Also, der muss zum Schluss übrig sein, gell? Den legen wir jetzt hier drauf, drücken das Ganze ein bisschen fest und jetzt nehmen wir unsere Unterlage, legen die
auf die Unterlage. Dann nehmen wir unsere Edelstahlplatte, legen die auch auf. Und jetzt können Sie ganz toll unten in diese Rillen fassen. Und jetzt gehen Sie einfach her, drehen das Ganze um auf die andere Seite. Und jetzt kommt wieder der große Moment, gell, wo der Hund ins Wasser springt. Wir gehen jetzt her, ziehen die Form ab. Also Seitenteile abnehmen, haben wir gemacht. Und jetzt nehmt ihr wieder eure kleine Palette. Wir haben ja noch Sahne übrig und wir lassen die Haube schön drauf, gell? Und jetzt können wir so schön die Seiten abstreichen. Das habe ich Ihnen schon einige Mal gezeigt. Aber doppelt genäht hält besser. Ich finde es ja sowieso so super, Ihre vielen Zuschriften und Ihre Freude und Begeisterung, das steckt uns richtig an und das macht uns natürlich auch Spaß und Freude, jetzt in der Corona-Zeit einfach die Zeit, wo nicht so viele Vorführungen stattfinden, mit diesen Videos zu überbrücken. Und ich hoffe, dass Sie genauso viel Freude haben wie wir auch. Seitenteile sind schön gemacht, jetzt nehmen wir die Haube runter. Dann nehmt ihr ganz vorsichtig die Folie ab, schön nach oben wegziehen. Schaut, und jetzt steht das Ganze schon bereit. Mit der kleinen Palette können Sie das Ganze noch schön akkurat abstreichen. Und jetzt werden unsere Schneemännchen verziert. Was sagt ihr jetzt zu unserem Meisterwerk? Schaut mal, ob für eine Einladung, ob für die Kinder, ganz egal. Diese Torte können Sie machen zu jedem Anlass und Sie mussten ja nichts anderes machen wie abstechen, zustechen, reinschmieren, Deckel drauf, fertig. Und schon war die Torte wirklich in ihrem optimalen Zustand. Was habe ich jetzt noch verwendet? Ich habe jetzt die Hüte mit der Elko-Kuvertüre gemacht. Ja? Die Augen habe ich mit Elko Schokofondue gemacht. Das gibt es in Weiß und das gibt es in Zartbitter. Dann mit Smarties haben wir die Knöpfe gemacht. Muss aber dazu sagen, wenn Sie die Torte schon einen Tag früher machen, dann dürfen Sie die Smarties noch nicht auflegen, weil die Smarties in der Sahne natürlich die Farbe verlieren. Dann können Sie Knöpfe auch schwarz spritzen oder mit dem Schokofondue belegen. Schaut auch schön aus. Mit meinem Mini-Spritzbeutel habe ich Schokobella verwendet und habe natürlich dann den Besen oder was es auch immer sein soll gespritzt, die Arme gespritzt. Diese einfachen Utensilien, die helfen Ihnen einfach beim Verzieren Ihrer Torte. Dann habe ich meinen Spritzbeutel genommen und habe noch die Schneeflocken mit einer kleinen Standhülle gespritzt. Zuvor hatte ich eine bisschen größere zum Verzieren. Die stecke ich dann drauf und die muss ich festhalten, dann fällt sie nicht runter. Dann habe ich auch noch die Schneeflocken gespritzt. Ich sag's Ihnen. Und jetzt steht das Ganze natürlich perfekt. Was nützt die schönste Torte, wenn sie nicht sauber ist zum Dekorieren haben? Sie brauchen eine ordentliche Platte. Das muss genauso schön ausschauen, die Platte wie Ihre Torte. Nur dann ist das Ganze perfekt. Ich hoffe, wir konnten Ihnen jetzt eine Freude machen mit unserer Schneemannrolade. Wir werden Ihnen noch mehr solche Sachen zeigen. Eines nach dem anderen, Schritt für Schritt. Es macht ja so viel Spaß. Und alle, die jetzt die Produkte in ihrem Schrank, in ihrer Schublade haben, raus damit, hinein ins Vergnügen. Und immer wieder das Video anschauen. Schritt für Schritt können Sie das einfach dann nachmachen. So, und jetzt zum ganzen Schluss noch. Es steht Nikolaus vor der Tür, es steht der Adventskalender vor der Tür, es steht Weihnachten vor der Tür, vielleicht auch noch Geburtstage, Kindergeburtstage und all diese Dinge. Schaut, wir haben doch unseren Lummi so schön. Das ist unser Markenzeichen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Schreibset. Der Lummi ist das Lumara-Markenzeichen, geschützt, patentiert natürlich. Das da unten ist die Wolkenform und das oben ist die Herzform. So wurde der in früheren Zeiten, vor 25 Jahren schon gestaltet. Und das ist jetzt ein ganz nettes Geschenkchen. Einfach so, vielleicht zum Adventskalender dazu, freuen sich die Kinder immer. Und es gibt auch zwei Set von diesen Tischsets, also zwei Stück. Eines für den Tisch für Ihr Kind und eines auf den Schreibtisch als Schreibunterlage. Was denken Sie, was die für eine Freude haben? Und das sind einfach Sachen, die jeder brauchen kann, auch mal zum Verschenken vielleicht für andere Kinder. Bei dieser Unterlage haben Sie zwei dabei, Schreibset einzeln, aber man kann die Sachen natürlich auch einzeln erwerben. Jetzt dann
Viel Spaß beim Weihnachtsgeschenke kaufen, viel Spaß beim Backen, eine gute Zeit, bleibt gesund und munter, bis zum nächsten Mal. Tschüssle, Adele, auf Wiedersehen.